Hallo ihr Lieben, ich habe ja vor ein paar Tagen oder glaube ich gestern noch ein Video gemacht über das Ignorieren, wenn narzisstische Eltern, persönlichkeitsgestörte Eltern ihre Kinder ignorieren. Heute möchte ich ein bisschen auf das Thema Zurückweisung eingehen, was irgendwo in bestimmten Situationen ähnlich ist, aber trotzdem noch eine ganz andere Ausprägung hat an emotionaler Verletzung. Und grundlegend ist auch eben hier die Eltern sind dem Kind gegenüber total ablehnend, missachten es, zeigen dem Kind, also ganz oft, meistens bewusst, manchmal auch sehr, sehr unbewusst, auf die verschiedensten Art und Weisen, das Kind ist nicht erwünscht. Das Kind ist dumm, das Kind wird als Idiot bezeichnet, und es kann eine ständige Kritik vorliegen. Eben, das, was du machst, ist nicht gut genug, das kannst du sowieso nicht, diese Worte und diese Situationen. Und wenn das Kind dann auch mal was gut macht, wird es total runtergespielt. Manchmal gibt es auch Eltern, die wirklich den Kindern sagen, geh doch besser, ich will dich überhaupt nicht haben, du bist überhaupt nicht erwünscht. Oder es wird dann zum Sündenbock gemacht in der Familie und ist an allen schuld. Wenn die Eltern berufliche Probleme haben, ist das Kind schuld. Wenn die Partner miteinander streiten, ist das Kind schuld. Wenn das Geschwisterkind irgendwann Bockmist macht, dann ist auch dieses Sündenbockkind schuld. Also das Kind wird eine Verantwortung und eine Last auferlegt, wo das Kind überhaupt nicht tragen kann. Wo das Kind immer nur mehr erstarren muss, immer mehr verdrängen muss und im Endeffekt überhaupt gar nicht weiß, wie sie sich überhaupt noch bewegen darf, weil alles, was es macht, wirklich kritisiert wird und es komplett immer wieder zurückgewiesen wird. Es kann auch so weit gehen, dass die Eltern mit den anderen Kindern Ausflug machen, das Kind wird bei Oma, Opa oder bei den Nachbarn abgegeben, ja, dich wollen wir nicht dabei haben. Also so Situationen werden mir auch erzählt, wo wirklich dann das Kind komplett außen vor gelassen wird, das darf dann auch nicht in die Schule, nicht in den Kindergarten, wird komplett abgeschottet. Und wie so wirklich so als wäre das ein Untier auf die Seite gestellt. Und dann ist es auch so, man redet das Kind vielleicht auch gar nicht mit dem eigenen Namen an, sondern man macht irgendwelche Fake-Namen, macht sich lustig mit irgendwie einem angeblich lustigen Namen über das Kind, macht es dadurch zum Beispiel total klein. Man sagt dem Kind, es ist hässlich, es hat zu dicke Beine, zu dünne Beine, zu lange Arme, zu kurze Arme und wie schaust du denn jetzt wieder drein? Was machst du denn jetzt wieder? Oder schau doch nicht so dumm. Und aber du bist ja sowieso dumm und bist ein Idiot und ein Versager und alles waren also eine extreme, grundsätzliche Zurückweisung, wo das Kind wirklich das Gefühl haben muss, ich bin nichts wert. Also ich bin einfach nicht erwünscht auf dieser Welt, ich bin nichts wert. Und ihr wisst ja, ich denke nicht so schwarz oder weiß, auch die Eltern, es hat einen Grund, warum die Eltern so ist, trotzdem ist es nicht zu entschuldigen und es hat für das Kind fatale Folgen. Und dann kann es auch sein, wenn das Kind älter wird, wenn es vielleicht schon 14, 15 ist, wird Baby nur wie ein Baby behandelt. Also auch da total abstrus irgendwie überhaupt nicht gesehen, wer ist dieser Mensch da mir gegenüber auch. Der hat jetzt eigene Bedürfnisse entwickelt, aber Bedürfnisse spielen ja sowieso keine Rolle, die eigenen Bedürfnisse der Kinder. Und Kind darf auch keine Entscheidungen treffen wegen der Schule oder wo es hingehen will oder mit welchen Freunden sie treffen muss. Es hat ja keinen Wert, es hat daheim still zu sitzen und das zu tun, was die Eltern sagen, die Schule zu besuchen, wo die Eltern zu sagen, irgendwann später den Beruf zu wählen, wo die Eltern sagen, es hat überhaupt keine eigene Möglichkeit, sich selber irgendwo zu entfalten oder auszudehnen. Und dann wird zum Beispiel auch permanent vorgeworfen, ja, ich hätte doch viel lieber einen Jungen gehabt, das bist du ein Mädchen, wollen Mädchen sind ja sowieso nichts wert. Oder andersrum, ich hätte viel lieber eine Tochter gehabt, mit der hätte ich einkaufen gehen können und shoppen. Das bist du aber Junge und du hast überhaupt keine Lust irgendwie auf Klamotten und du bist ja auch da total verkehrt. Also was das Kind auch macht, es ist immer verkehrt. Es wird immer zurückgewiesen. Alles, was es tut, macht. Kann es nicht, ist ein Versager, ist doof, ist ein Idiot, wird immer zurückgewiesen. Und dann natürlich auch erniedrigende Witze werden gemacht über das Kind zum Beispiel auch. Und also es ist wirklich für ein Kind extrem belastend. Gibt natürlich keine liebevollen Gesten, kein anerkennendes Wort. Das ist logisch, dass das dann nicht stattfinden kann.
Das ist wirklich so, als hätten die Eltern das Kind, als würde es nur mitlaufen, als nötiges Bündel im Leben, nötige Last im Leben und wird so klein gehalten wie möglich und so unterdrückt wie möglich. Ja, und sowas gibt es. Also man kann darüber hinauswachsen, es ist ein Prozess, es dauert, weil da eben ganz, ganz viele eigene Anteile dann ins Unbewusste verdrängt worden sind. Man hat es nicht fühlen dürfen, man spaltet es ab, man projiziert es vielleicht später auf andere, wie auch immer, also an diese Schattenprojektionsrichtung. Aber im Grunde genommen sind es Menschen, die sich überhaupt nicht trauen zu leben, das Leben anzunehmen, das Leben aufzunehmen, mal eine eigene Entscheidung zu treffen. Und wenn man als Kind in so einer Familie war, wo zum Beispiel Geschwister da waren und man war immer der Sündenbock, man war immer außen vor, wie soll so ein Mensch in Gruppen sich behaupten? Wie soll der sich in Gruppen mal wohlfühlen? Wie soll der sich zeigen in Gruppen? Wie soll der das sich ausdrücken? Der hat ja permanent das Gefühl, alles, was ich sage, alles, was ich tue, jedes Augenzwinkern wird abgewertet. Überall werde ich niedergemacht und werde ich klein gemacht. Also es ist wirklich eine ganz, ganz heftige Ausprägung, wenn die Eltern wirklich so hochgradig krank waren und so wirklich innerlich kaputt waren, muss man da fast schon sagen. Ja, und da hilft eigentlich wirklich nur, wenn jemand sowas erlebt hat, dass er sich echt Begleitung sucht und Hilfe holt, damit er das für sich auflösen kann und wirklich langsam Stück für Stück anfängt, sich selber auszudehnen, sich selber wieder spüren, sich selber ernst zu nehmen, sich wahrzunehmen, sich zu trauen. Und das ist wirklich ein Weg, das ist ein Prozess, dass man sich das überhaupt wieder traut. Weil wenn man das von klein auf so gehört hat, du bist nichts wert und alles nur, was du tust, und wenn du mit dem rechten Zeh wackelst, dann ist das auch verkehrt. Alles, was du tust, ist verkehrt. Das ist eine so eine heftige Traumatisierung. Also das ist für die Menschen wirklich sehr, sehr schrecklich. Aber es ist die Hoffnung, dass man kann darüber rauswachsen, man kann da erstarken und man kann in sein eigenes Leben wieder zurückfinden. Und das ist einfach das, was ich euch immer wieder vermitteln möchte. Gebt da nicht zu früh auf. Ich bin wirklich stolz auf viele meiner Klienten, die diesen Mut haben, weiterzugehen, mal was Neues auszuprobieren. Ja, es macht manchmal am Anfang Angst, aber man kann da über sich hinauswachsen. Und man wird halt nur selbstbewusst, indem man es tut, indem man hinauswächst und indem man die Erfahrungen macht, indem man neue Erfahrungen macht. Man überlebt es und es kommen andere Reaktionen. Es sagt mir jemand, Mensch, das hast du toll gemacht, weil das haben die nicht gelernt, das haben die nicht gehabt, das haben die nicht gekannt. Wenn man von klein auf so abgewiesen worden ist, so zurückgewiesen worden ist, ohne einen Grund, nur weil die Eltern nicht fähig waren, das Kind liebevoll in Empfang zu nehmen und zu begleiten, wenn das Kind nur eine Last war, nur ein Bündel, also schlimmer behandelt worden ist, sage ich jetzt ganz brutal, wie manches Haustier, also dass das einen Menschen kaputt macht, das ist nachvollziehbar. Aber wenn ihr da betroffen seid, gebt nicht auf, holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung, wachst da heraus, weil das ist möglich. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute, einen wunderschönen Tag, eure Beate. Tschüss!